Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich sitze schon wieder mitten in der Natur, dieses Mal aber bei meinen Großeltern im Garten. Ich habe gesagt, so ein Video wird es wahrscheinlich nicht nochmal geben. Hier sitze ich. Ja, dieses Mal ein bisschen Vogelgezwitscher, ein bisschen Straße, nicht ganz so geiles Licht, leider Gottes, aber ich hoffe, ihr seht mich. Und dieses Mal geht es nicht nur um Outfits für mich, sondern eigentlich sind es Teile, die ich für meinen Freund, also für meinen Verlobten gekauft habe. Und ich mache das immer mit einem kleinen Vorwand, weil ja, es könnte sein, dass mein Schrank ein bisschen voll ist und ich schon ziemlich viele Sachen besitze und trotzdem immer wieder Teile finde, die ich ziemlich cool finde. Und deswegen trage ich wirklich oft einfach Sachen, die ich meinem Freund gekauft habe. Also ich kaufe meistens dann einen und argumentiere das dann so, dass ich sage, oh Schatz, guck mal, ich habe für dich was eingekauft und finde dann halt coole Hoodies oder coole T-Shirts. Ich trage tatsächlich meistens sowieso irgendwo Sachen von ihm tatsächlich. Und deswegen dachte ich, ich zeige euch hier in dem Video einfach Teile, die ich Roman gekauft habe, die also für euren Freund vielleicht was sind, für euren Bruder etc. pp., die ihr aber auch aus dem Schrank klauen könnt. Und ja, was für Teile das sind, ein paar andere Sachen zeige ich euch auch noch. Das seht ihr jetzt hier in dem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ihr seht, ich trage übrigens wieder ein Kleidchen aus meiner Kollektion. Mein Lieblingskleid, muss man ja echt sagen. Also das gab es in der letzten Kollektion schon und deswegen muss es in dieser auch nochmal rein. Und wenn ihr übrigens meine Kollektion noch nicht geshoppt habt, ich zeige euch gerne hier ein paar Teile davon nochmal, dann findet ihr den Link unten in der Beschreibung und könnt da einfach draufklicken und loslegen. So, dann ja, starten wir doch einfach schon mal gleich mit dem ersten Teil. Und zwar ist das ein Pulli von Jack & Jones. Also preislich absolut in Ordnung. Ich finde solche Sachen eigentlich echt immer ganz gut. In der Größe M. Also alle Teile von Roman sind immer in Größe M. Das ist dann ziemlich übersichtlich. Nicht so wie bei mir mal XS, mal S, mal M, mal L. Das ist alles jetzt Größe M. Und es ist so ein Feinstrick-Pullover. Und der hat wirklich einen angenehmen, feinen Stoff, hat eine schöne Farbe. Der fällt total schön. Und den kann man eben auch als Frau prima kombinieren. Ich tue das mit einem Rock, den ihr bei mir auf Instagram schon gesehen habt und alle schon gefeiert habt. Jetzt kommt die Sonne richtig raus. Das ist doch nicht wahr. So, kurzerhand umgesetzt. Wenn das Wetter sich nicht an Frau Teller anpasst, passe ich mich eben an. Dazu kombiniert habe ich einen Rock, den ihr schon bei mir auf Instagram gesehen habt. Und da sind schon einige Fragen tatsächlich reingekommen. Ich weiß nicht, ob der noch zu haben ist, weil als ich den gekauft habe, war der tatsächlich nur noch in Größe 34 da. Deswegen habe ich ihn in Größe 34. Und lasst euch gesagt sein, das ist mir ein bisschen zu klein. Also ich bräuchte eigentlich eine 36. Also, jedenfalls sieht der wie folgt aus. Und das ist ein, ja, in dem Sinne Lederrock, den man eben selber so binden kann. Das Ding ist aber, und deswegen ist es in den bestimmten Größen zu kaufen, der ist vorgegeben. Also das ist kein Wickelrock, den man selber einstellen kann, was ich erst dachte, sondern der ist tatsächlich dann so vorgegeben. Also der mit dem Pullover, den kann man komplett reinstecken oder nur ein bisschen reinstecken. Ich finde, das sieht so lässig und cool aus. Dazu coole Boots einfach kombinieren. Hammer Outfit, sieht richtig geil aus. Normalerweise könnte man dazu jetzt zum Beispiel auch noch eine Bluse aus meiner Kollektion kombinieren. So eine weiße mit ein bisschen längeren Ärmeln. Das würde auch total schön aussehen, weil es so ein bisschen cropped ist. Nur so als Style-Inspiration, wenn ihr vielleicht nur den Rock haben wollt. Dann gehen wir doch mal über zu einem T-Shirt, was ich Roman geholt habe. Und ja, sagen wir, er war erstmal nicht so ganz begeistert. Er hat so geguckt und meinte so, okay, danke. Und zwar handelt es sich um dieses Shirt. Und ihr seht, da sind so, ja, wie so Verwaschungen halt drauf, wie so Batikflecken, die aber nicht gewollt sind. Aber ich finde, das sieht cool aus. Ist von Only in Sons, auch Größe M natürlich. Ja, alles, was ihr hier seht, ist nicht gebügelt. Aber hat ja vielleicht auch einen bestimmten Look. Steht ihm, finde ich, hervorragend. Wir krempeln übrigens bei solchen T-Shirts, bei dem Pulli jetzt natürlich nicht, aber bei den anderen, die ihr hier seht, krempeln wir immer die Ärmel so ein bisschen hoch. Ich finde, das macht irgendwie nochmal ein bisschen mehr aus dem Shirt. Ich würde jetzt aber dieses T-Shirt mit einer etwas weiteren Hose zum Beispiel kombinieren. Habt ihr auf Instagram auch schon gesehen, ist von Missguided in der Größe 34. Und hier passt 34.
seltsam. Da könnt ihr überlegen, stecke ich das T-Shirt vielleicht in die Hose komplett rein? Stecke ich es vielleicht auch hier nur ein bisschen rein? Lasse ich es vielleicht komplett hängen? Oder stecke ich dieses T-Shirt in den BH von innen rein? Also da könnt ihr so viel machen mit solchen Oversized-Shirts. Ich mag das so gerne und trage wirklich nichts anderes. Ja, doch, aber ich liebe sowas. Wenn ihr jetzt aber sagt, okay, so eine Hose zum Beispiel und ich mag jetzt so ein T-Shirt nicht, dann könnt ihr das zum Beispiel ja auch mit einer Bluse aus, also mit einer anderen Bluse aus meiner Kollektion kombinieren. Auch hier gibt es verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Also entweder ihr lasst sie einfach zugeknöpft und steckt sie so ein bisschen einfach nur rein oder ihr macht einen Knoten damit. Also da kann man echt auch nochmal ein bisschen was machen. Kann man auch als Cardigan beispielsweise tragen. Okay, kommen wir zum nächsten T-Shirt, was ich ja auch in M gekauft habe natürlich, in diesem Grünton. Ich finde, dass Roman dieser Grünton so unfassbar gut steht. Und nachdem der Herr aber ja eben selber nicht so wirklich einkauft, kaufe ich ihm einfach diese Sachen. Und auch zu mir, finde ich, passt dieser Grünton. Ich kombiniere jetzt dieses T-Shirt mit einem Lederrock. Einem neuen aber. Und zwar sieht der wie folgt aus. Also so ein bisschen von der Art und Weise ähnlich, ist aber schwarz und ist hier hinten mit einem Reißverschluss zuzumachen. In der Größe XS und gibt es bei Mango. Und da auch hier, man kann das wieder reinstecken, hochcroppen, komplett reinstecken, nur ein bisschen reinstecken, etc. etc. Also ihr seht, man kann einfach super viel machen mit so XXL-Shirts. Und wenn ihr wieder nur den Rock in dem Sinne wollt, dann könnt ihr das mit einem Top beispielsweise kombinieren. Auch das gibt es natürlich in meiner aktuellen Kollektion. Gibt es einmal in dieser Musterung oder in ganz weiß. Hat einen schönen Rückenausschnitt und kann man einfach auch hier super süß dann irgendwo drüber hängen lassen. Coole Chucks zum Beispiel dazu, Sneaker, und das sieht einfach echt süß aus. Dann kommen wir jetzt nochmal zu einem Pullover. Und zwar sieht der ähnlich aus wie vorher, also es ist einfach auch wieder ein dünner Stoff, aber wie ihr hier seht, es ist wieder ein schöner Grünton. Auch wieder von Jack & Jones in der Größe M natürlich und auch hier, ne, für gerade für diese Sommernächte. Also man kann da komplett einmal durchgucken und das ist einfach nur so kurz zum drüber, wenn es, wie gesagt, abends einfach ein bisschen kälter wird oder so wie jetzt irgendwo, wenn das Wetter einfach unfassbar verwachsen ist und man nicht weiß, was man tragen soll. Wie würde ich das kombinieren? Und zwar mit einer normalen Jeans beispielsweise. Das ist eine Mom Jeans, auch bei mir aus der aktuellen Kollektion. Gibt es in zwei verschiedenen Farben und das Coole ist, die gibt es einmal hier in diesem Washed Blue, einmal in Schwarz und es gibt sie in einer normalen Größe und in einer Tall-Version. Also beide Farben könnt ihr eben passen für euch. Also ich habe so ein bisschen an die Mädels da draußen gedacht, die ein bisschen größer sind. Ich bin 1,75 und mich nervt es unfassbar, dass ich bei den meisten Läden keine Hose finde, die mir bis zu den Knöcheln geht. And now, yeah, you have it. Wenn ich jetzt nicht den Pulli drüber habe, sondern halt einfach dann unten drunter, würde ich beispielsweise hier so einen Crop-Top einfach drunter ziehen. Dann ist es einfach ein cooles Outfit, wo man den Pulli dann auch so drüber schnüren könnte oder sowas. Das sieht ja auch immer geil aus. Dann kommen wir jetzt zum letzten Teil, was ich hier für Roman geholt habe. Ein nächstes Basic-Shirt. Witzigerweise ist das, ich weiß es nicht, aber für Frauen eigentlich, habe ich trotzdem ein M geholt, weil es halt oversized geschnitten ist. Und ich mir aber trotzdem dachte, ne, dann hat Roman auch mal wieder ein beiges Shirt. Sieht so aus. Ich glaube, brauche jetzt nicht so viel zu sagen, wie Roman es kombiniert. Was finde ich eine ganz gute Kombinationsmöglichkeit aktuell ist. Also es ist ja einfach unfassbar warm und ich schlüpfe bei so warmen Tagen am liebsten eigentlich in Kleider, ich zeige euch gleich nochmal zwei, oder in einfach solche Radler-Shorts tatsächlich. Ich mag das irgendwie total gerne in letzter Zeit, auch wenn man jetzt zu Hause sitzt oder wenn man jetzt einfach sagt, hey, einfach nur mal kurz zum See latschen und dann lasse ich dieses T-Shirt drüber hängen. Und dann mache ich das aber meistens so, dass ich dann noch irgendwie ja, eine coole Tasche irgendwo drüber habe, dass das so ein bisschen detailliert wird dadurch. Und ich finde, das ist ein Outfit. Das sieht so cool irgendwie aus
mit Sneakern, mit Boots, was auch immer ihr dazu tragen wollt. Und es ist einfach lässig und es ist gerade für diese warmen Sommertage einfach schön luftig. Mag ich sehr gerne. Oder was ich eben auch mag, sind Kleider. Hier aus meiner aktuellen Kollektion gibt es in zwei verschiedenen Farben ein Midi-Kleid. In der Taille ein bisschen detaillierter geschnitten, dass es schön fällt. Aber ich mag das so, so gerne mit einem Gürtel zum Beispiel nochmal tragen. Also zeige ich euch hier auch sehr gerne mal die Kombinationsmöglichkeit. Da kann man dann auch, wenn es kälter wird, einen Cardigan richtig schön einfach drüber schmeißen. Und was übrigens auch ganz cool ist, wenn ihr jetzt am See seid oder sowas, man kann es einmal komplett aufknöpfen. Das erleichtert ja manchmal so den Bikini-Wechsel ein bisschen. Vielleicht ist es ja auch was für euch. Und das allerletzte Teil, was ich euch jetzt hier zeige, ist vielleicht ein bisschen was Schickeres. Also man kann das, glaube ich, schick und lässig kombinieren. Auch aus meiner Kollektion ein Bodycon-Kleid. Einmal hier in Schwarz, gibt es auch noch in Rot. Und das kam bei euch so gut an, weil das hier an der Seite ist das so gerifft. Und man kann das dementsprechend in Midi einmal tragen oder ihr schlüppelt das nach oben und dann habt ihr ein Mini-Kleid. Und das mag ich echt gerne. Ist ein dünner Stoff, ist aber blickdicht, da braucht ihr keine Sorgen haben. Und ich finde, dass das jeder Figur schmeichelt. Es ist einfach, es sitzt locker und auch hier passen ganz, ganz viele Eiskugeln rein oder Kaiserschmarrn habe ich jetzt hier in letzter Zeit sehr gerne gegessen. Knödel, also alles, was das jetzt begehrt, passt in dieses Kleid und ihr seht trotzdem noch Bombe aus. So, das war es jetzt hier von diesem Video und mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht gefällt euch mehr von dieser Art, wo ihr sagt, boah, ich will für meinen Freund auch mal was holen, wo man sich was teilen kann. Dann sagt mir sehr gerne Bescheid, lasst dem Video einen Daumen nach oben da und kommentiert unten vielleicht andere Kombinationsmöglichkeiten oder was euch am besten gefallen hat. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen, nächsten Sonntag. Ansonsten schaut bei mir auf Instagram vorbei, da verpasst ihr nichts. Und dann sehen wir uns bis dahin. Also ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.